Moin und Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem VP Clan Channel, meine Freunde. Ich bin's wieder, euer Alex, aka VP Shotty. Und heute habe ich mir Verstärkung mitgebracht, sprich, ich habe heute den Niggi frisch aus Afrika einschiffen lassen. Oh Gott, fail, das hat sich an wie eine Krähe, Alter. Naja, oh, in dem Baratubaus, was geht ab? Ich bin Virox, aka der Niggi mit dem Wohnen. Ich werde ganz gechillt und ganz afrikanisch hier auf dem Kanal vom VP Clan begrüßen. Ja, wir haben heute ein kleines Dual-Commentary für euch geplant. Und bevor es mit dem Thema losgeht, widmen wir unsere Aufmerksamkeit erstmal wieder auf das Gameplay im Hintergrund, denn dort läuft eine übelst schnelle, krasse Triple-Mob. Das Ganze mit der CM901 vom Joker erspielt. Schaut unbedingt bei ihm vorbei und lasst ein Abo da. Und ja, das Thema, was wir heute euch mitgebracht haben, ist, wie hat YouTube uns positiv verändert? Und ich würde sagen, Niggi, fangst du mal direkt an. Naja gut, YouTube hat jetzt eigentlich nur verändert, dass ich so selbstbewusster geworden bin und an sich eigentlich, mein Mikrofon stößt gegen das andere Mikrofon, eigentlich nur, dass man jetzt nicht mehr so wirklich viel großartig Angst hat, auf Leute zuzugehen, so einfach so offener ist zu anderen Personen, ich muss gleich furzen und ja, also das sind so eigentlich für mich die größten Vorteile. Also ich kann jetzt auch so, ich hatte ja meine Modenshow, musste ich moderieren und da konnte ich einfach ganz vorne alleine stehen und hatte irgendwie keinen Schiss, weil ich mir einfach gedacht habe, komm, das sind alles die Abonnenten, auch wenn sie ein paar Jahrgänge älter sind, aber trotzdem, irgendwie konnte man sich das dann schon vorstellen. Und ja, an sich sonst gut, natürlich positiv verändert. Du denkst natürlich auch ein bisschen mehr an YouTube und was du so machen kannst, aber das ist eher so negativ für mich, weil wenn du nur YouTube im Kopf hast, das ist auch scheiße und schieß, ja, ist so. Und jetzt kannst du ja mal über deine Arbeit erzählen oder wie es so abläuft. Ja, aber jetzt noch eine Frage an dich, aber du bist ja sowieso noch in der Schule, ne? Ja, ich bin noch in der Schule, aber da weiß jeder von meinem Kanal, das ist es ja. Aber jetzt zum Beispiel bei Deutschunterricht, bei so Referaten, da tust du ja auch ziemlich leicht, oder? Ja, es ist einfach Beiträgen. So, mich juckt das einfach nicht, was andere Personen über mich denken. Das ist ja einfach auf alles bezogen, deswegen rede ich einfach und rede einfach. Natürlich bist du immer ein bisschen nervös, wenn du da vor der Klasse redest, aber an sich, ja, geht das voll. Also ich bin nur ein Lehrer mit einer hohen Erwartung, was das angeht, wenn ich eine Präsentation halten muss. Ja, nicht schlecht. Also bei mir ist ja so, dass YouTube mich so weit verändert hat, dass ich offener geworden bin und viel leichter Kontakt mit anderen Menschen aufnehme. Ich komme halt ziemlich schnell mit anderen Leuten in Gespräche und bei mir in der Arbeit ist es halt ziemlich vorteilhaft, weil wie gesagt, die meisten wissen ja, ich arbeite ja im Einzelhandel und ich arbeite ja, also ich habe auch viel mit Menschen zu tun und ja, das macht das Ganze einfach viel einfacher, wenn man halt mit auf Menschen zugehen kann und dass man nicht halt verklemmt ist. Und wie gesagt, ich merke es halt übelst krass in der Arbeit und das andere ist halt, warum ich auch YouTube gemacht habe, irgendwie so ein bisschen aus Selbsttherapie, weil ich momentan wegen meiner Aussprache ein bisschen katastrophal ist. Also ich bin so einer, der ziemlich krass murmelt und ja, das kam eigentlich dazu, dass ich früher ziemlich viel gezockt habe und dadurch, dass ich immer so leise in das Headset reingemurmelt habe, habe ich mir das irgendwie so krass angewöhnt, dass ich gar nicht mehr richtig reden kann. Sprich, ich kriege meine Fresse gar nicht mehr beim Reden auf. Viele, auch meine Freundinnen und meine Bekannte, die müssen mich immer darauf hinweisen, dass ich halt deutlicher reden muss. Und wie gesagt, irgendwie ist es ein bisschen für mich Selbsttherapie, dass ich halt laut und deutlich rede. Und was gibt's noch? Was können wir noch so eigentlich? Oh, was hat uns YouTube noch so verändert? Wir können ja mal sagen, wie viele Leute wissen denn so bei dir, dass du überhaupt YouTube machst? Also von meinem Freundeskreis wissen es eigentlich die meisten. Also ich tue es auch nicht so groß an die Glocke hängen, weil wie gesagt, bei mir ist ja das YouTube eigentlich nur so ein kleines Mini-Hobby. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich komme mir ein bisschen, also ich komme irgendwie komisch rüber. Ich glaube, ich würde mich da irgendwie ein bisschen schämen, weißt du? Naja, bei mir ist es komplett anders. Ja, ich bin dafür bekannt, auch wenn nicht so mal positiv, dass ich halt Niggi mit Niveau bin. Niggi ist mein Spitzname geworden, dadurch einfach. Und es ist einfach so, dass man jetzt eh ein bisschen anders überdenkt, was einige Sachen angeht. So, auch nicht jetzt aus dem Grund, weil ich jetzt 10.000 habe, sondern es ist einfach so, dass du ja immer ausgelacht wirst, wenn du YouTube machst. Wenn du so 100 Abonnenten hast, dann bist du immer so der Random-YouTuber. Wenn du dann so halt hast, Digga, du hast ja schon 10.000, also so schlecht scheint es ja nicht zu sein, weißt du? Dann ist das was anderes, als wenn es so, ja, keine Ahnung, schwer zu beschreiben, ne? Ja, ich warte immer noch auf den Tag, bis irgendwann mal mein Chef sagt, hey, Alex, du machst ja YouTube. Ich habe deine Videos gesehen, Alter. Oh, Digga, dann bist du gekündigt.
bei den Videos, na gut, bei meinen Videos, wenn mein Chef rausrosten will, deinen, das, dann habe ich vielleicht einen Platz bei der NPD sicher, aber sonst auch nirgendwo. Also auf den Tag warte ich nicht. Der soll noch sehr weit weg sein. Aber er kommt, pass auf. Das schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ja. Aber, dann war es das eigentlich wieder von meiner Seite aus und vom kleinen schwarzen Mann, würde ich sagen. Hallo, ich bin 1,90 Meter, also halt's Maul jetzt. Jetzt sei still, ich werde dich jetzt erstmal wieder frisch verschippern, ne? Und mal schauen, ob du überhaupt ankommst. Ey, was soll das denn heißen? Ich will nicht zurück nach Afrika. Na gut, dann war es das wieder von uns. Also, danke fürs Zuhören. Noch irgendwelche letzte Worte? Das vergessen zu sagen, dass ihr bei mir vorbeischauen sollt. Auf Subs zu gern. Nicht Scherz. Schaut beim Gameplay-Spieler vorbei und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Du hast gesagt beim Gameplay-Spieler, ich bin immer noch nicht dein Gameplay-Spieler. Schaut beim Gameplay-Spieler und bei unserem kleinen afrikanischen Freund beim Niggi. Schaut bei ihm vorbei, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Es genug Chicken Wings sind, dann werdet ihr genauso dunkelhaltig wie ich. Haut rein und tschüss.